Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Alles zu seiner Zeitbox von MC Bilal. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Alles zu seiner Zeit von MC Bilal aus dem Jahr 2017. Das Ganze ist eine schwarze Box. Wir haben hier oben den Schriftzug MC Bilal, darunter Alles zu seiner Zeit. Dann eine Abbildung des jungen Mannes und hier rundherum so in Gold diesen Zierrahmen, diese Leisten. Die untere Seite ebenfalls schwarz, auch hier wieder mit diesem Zierrahmen. Rechte Seite ebenfalls, allerdings mit dem Zusatz MC Bilal, Alles zu seiner Zeit. Oben nochmal schwarz mit goldenem Zierrahmen. Und links nochmals inklusive MC Bilal und Alles zu seiner Zeit. Ihr seht schon, die Box spiegelt sehr stark, also das Schwarz ist sehr glänzend. Auf der Rückseite haben wir die Informationen, was sich alles in der Box befindet. Ist etwas angestaubt. So, also wir haben hier folgende Inhalte. CD im Digipack, T-Shirt, Stickerbogen A4 mit 6 Sticker, A1 Poster beidseitig bedruckt, Autogrammkarte in A6, MC Bilal, USB-Stick, 8 Videoblogs, 5 exklusive Autovideos, 2 Bonustracks und alle Instrumentals. Dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Gut, es ist eine reguläre Clubbox, bedeutet wir öffnen das Ganze hier an der Seite und kommen auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein T-Shirt, dann das Album im Digipack, der USB-Stick, die Autogrammkarte, die zwei Stickerbögen und das Poster. So sieht die Box von innen aus, komplett in weiß gehalten das Ganze. Und wenn man das aufklappt, dann kommt hier auch nochmal MC Bilal, Alles aus seiner Zeit zum Vorschein. Packen die Box mal weg und starten direkt mit dem Album. Also das Cover, genau wie auch schon auf der Box. Das Ganze, wie gesagt, ein Digipack. Wir haben hier auf der Seite zu lesen MC Bilal, Alles zu seiner Zeit. Und auf der Rückseite haben wir dann 15 Tracks. Allerdings bin ich jetzt etwas verwirrt, denn ich bilde mir ein, ich hätte mehr davon gehört. Ich glaube, ich habe 17 Tracks gehört ursprünglich. Schauen wir dann auch gleich noch im Booklet. Also hier haben wir zumindest auf der Tracklist 15 Tracks. Und wir haben ein Feature von Akai. Ansonsten alles Solo-Tracks. Credits, Barcode etc. Meine Favoriten dieser Tracks sind einmal der Track 1, Alles zu seiner Zeit. Und Track Nummer 15, Blut, Schweiß und Tränen. Meines Wissens waren es aber trotzdem noch zwei Tracks dabei. Ich glaube 17 Tracks waren es gesamt. Aber schauen wir mal, vielleicht gibt uns das Booklet dann noch Aufschluss darüber. Also das Digipack hier zu öffnen natürlich. Wir schauen mal das Booklet an. Also wir haben hier links MC Bilal und rechts eine Abbildung von ihm. Weitere Abbildungen bzw. Schriftzüge. Okay, also dieses Design dürfte sich echt durch das ganze Artwork, durch das ganze Booklet ziehen. So, dann haben wir hier eine ausführliche Danksagung. Könnt ihr euch natürlich gerne durchlesen. Links wieder MC Bilal abgebildet. Ui, die Danksagung geht hier weiter. Also, echt eine sehr umfangreiche Danksagung. Und dann haben wir hier zum Schluss noch die Credits. So sieht das aus. Virgin Records und Universal. Hinter dem Booklet auch nochmal eine Abbildung von MC Bilal. Und die CD ebenfalls, wie auch schon die Box, in Schwarz und Gold gehalten. So sieht das aus. Dahinter glatt schwarz. Dann haben wir die Autogrammkarte. MC Bilal, auch hier wieder das Coverfoto. Und hier unterschrieben mit weißem Stift, MC Bilal. Rückseite weiß, inklusive dieser goldenen Zeilen, dieser Aussage. Rap bedeutet für mich Message und nicht Drogen und Geld.
Zitat von MC Bilal, sehr schön. Also kann man auf jeden Fall unterschreiben, diese Zeilen. Geht meiner Meinung nach generell viel zu sehr um Drogen und Geld heutzutage im Bereich Deutschrap. Dann haben wir hier zwei Sticker in kreisrunder Form. Einmal diesen hier, MC Bilal, alles zu seiner Zeit. Und dann diesen hier mit der Unterschrift MC Bilal in weiß und schwarz gehalten. Dann haben wir einen zweiten Stickerbogen, also insgesamt 6 Sticker. Diese 4 allesamt in rechteckiger Form. Alles zu seiner Zeit MC Bilal. Leute machen Auge, MC Bilal. Und dann haben wir hier noch weitere 2 Zitate. Das eine kennen wir ja schon. Rap bedeutet für mich Message und nicht Drogen und Geld. Und dann, reich ist der, der Charakter besitzt und arm der, wegen Geld alles vergisst. Auch das ein sehr schönes Zitat. Dann haben wir ein Poster. Dürfte relativ... so groß ist es gar nicht. Aber auf jeden Fall sehr schön. Und zwar haben wir einmal dieses Motiv hier. MC Bilal, oben rechts hier der goldene Schriftzug. Dann der junge Mann abgebildet. Hier vor einer weißen bzw. grauen Wand hier. Sehr schön. Das Ganze im Querformat. Und dann haben wir auf der Rückseite im Hochformat das Bild, das wir bereits vom Cover kennen. Also hier MC Bilal mit schwarzem Hintergrund und dem goldenen Schriftzug MC Bilal darüber. Beides auf jeden Fall schöne Motive. Und ich finde es auch echt gut, dass man einmal Querformat und einmal Hochformat hat. Je nachdem, was man bevorzugt, hat man nicht nur eine andere Abbildung, sondern auch gleich ein anderes Format. Sehr schön. Dann haben wir den USB-Stick. Dieser hat meines Wissens 1,2 GB. Und dieser beinhaltet, wie bereits gesagt, die ganzen Bonussachen, also die Blogs von MC Bilal, die Instrumentals aller Tracks, Wallpaper, also Fotos, die ihr aufs Handy oder auf den Laptop machen könnt, und die Autovideos. Und das waren diese Exclusive Tracks, diese kurzen Ausschnitte. Ich muss ehrlich sagen, über die bin ich erst auf MC Bilal aufmerksam geworden. Also das war über Facebook relativ stark, also von der Reichweite her, dass da diverse so Auto-Exclusive-Parts geteilt wurden auf Facebook. Und meines Wissens war auch das der Grund oder der Auslöser für das Album und wie MC Bilal wirklich bekannt wurde, durch diese Exclusive-Tracks da über Facebook. Und so wurde auch ich irgendwie über Markierungen oder über Freunde, die das geteilt haben, dann auf den guten Mann aufmerksam. So, da haben wir schon irgendwo... Ja, da ist ein Faden aus dem Shirt, den werde ich mal kurz abreißen. So. Hat man ja ab und zu bei T-Shirts so einen Faden wegstehen, kein Problem. Also, wir haben hier ein schwarzes T-Shirt mit schwarzem Aufdruck. MC Bilal, alles zu seiner Zeit, lesen wir hier. Neckprint haben wir in diesem Fall keinen. Und das Ganze ist ein Gilden Softstyle in der Größe L. 100% Baumwolle, made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier dann auf der Brust den Schriftzug MC Bilal, alles zu seiner Zeit. Das Ganze in schwarz auf schwarz. Also der Schriftzug unterscheidet sich dann doch etwas von dem T-Shirt in der Farbe. Gerade wenn das Licht drauf scheint, kann man das ganz gut lesen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von T-Shirts, wenn da nur der Interpret bzw. der Albumname dasteht. Ich bin dann eher Fan von irgendwie ein bisschen was Speziellerem, also irgendwelche Bilder oder diversen zusätzlichen Elementen, jetzt nicht nur rein der Text, aber das Schwarz auf Schwarz hat auf jeden Fall was und ist nicht so dieses 0815 Design mit weißer Schrift auf schwarzem Untergrund. Also für Fans auf jeden Fall eine nette Sache. So, und ich habe mich in der Zwischenzeit nochmal kurz schlau gemacht, weil ich ja gemeint hatte, ich bin verwirrt von der Tracklist, denn wir haben hier nur 15 Tracks aufgelistet. Und zwar, wenn man sich das Album ansieht, also ich habe hier mal, ich hoffe, man kann das sehen hier, alles zu seiner Zeit. Und dann haben wir hier die Tracks. Und hier lesen wir dann, wir haben insgesamt, Moment, hier
17 Tracks. Also der Track Jogginghose und Ohne mich ist hier noch dabei. Die sind hier nicht aufgelistet. Auf Spotify waren es auch 17 Tracks. Also ich weiß es nicht, ob die zwei zusätzlichen Tracks, ob die auch noch auf dem USB-Stick zu finden sind. Aber wie gesagt, auf jeden Fall hat das Album auf Spotify bzw. laut Internet 17 Tracks. Gut möglich, dass die dann auf dem USB-Stick sind. Ja, das war's auch schon. Wir fassen kurz zum Abschluss noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann natürlich das Album im Digipack. Der USB-Stick inklusive Blogs, Autovideos, Instrumentals und Wallpaper. Möglicherweise auch die zwei Bonustracks noch drauf. Das doppelseitige Poster, einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Die unterschriebene Autogrammkarte und diese beiden Stickerbögen mit insgesamt 6 Stickern. Das alles in dieser wunderbaren Box. MC Bilal, alles zu seiner Zeit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr MC Bilal unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.